Hallo, ihr wunderbaren Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im März 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich möchte euch durch die Konstellationen im März begleiten. Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch an alle diejenigen von euch, die jetzt im März Geburtstag haben. Lasst es krachen, die Sterne stehen ja ganz wunderbar für euch. Bevor wir starten, noch ein kurzer Hinweis. Ich habe nachher noch eine Verlosung für euch, also wenn euch das interessiert, bleibt dran bis zum Ende des Videos. Jetzt beginnt ein ganz, ganz heißer Monat für euch mit prickelnden Liebessternen, vor allem für die Singles. Festliierte müssen ein bisschen aufpassen, Vorsicht vor Fremdflirts. Es passiert schneller, als ihr glaubt und ihr nehmt es vielleicht mehr auf die leichte Schulter als euer Partner. Trotz großer Gefühle bitte die Bodenhaftung nicht verlieren. Kommen wir jetzt zum Erlebnishintergrund, also zu den Planeten, die längere Zeit auf euch einwirken. Da ist jetzt dieses Spannungsdreieck von den drei großen Planeten, die das sehr stark in euer Zeichen hier reinzielt. Das ist also einmal Glücksplanet Jupiter, der euch Glück in Begegnungen bringt, steht in eurem Partnerhaus top. Dann Uranus, der es prickeln lässt, der Überraschungen bringt, der Neues bringt und der euch auch unruhig macht, zusammen mit den Liebesplaneten. In eurem Zeichen, das ist echt eine hammermäßige Energie. Und dann aber in Spannung dazu hier Krisenplanet Pluto, der also zeigt, dass es bei euch vielleicht auch im Job karrieremäßig hoch hergeht und dass ihr da auch ganz schön gefordert seid. Ja? Und dieses ganze Dreieck wirkt in diesem Monat besonders auf die Geburtstagskinder vom 6. bis 15. April ein. Dann habt ihr noch einen guten Aspekt von Saturn, der ein bisschen stabilisierend wirkt. Und auch dafür sorgt, dass ihr realistische Pläne macht. Steht hier im Bereich der Pläne und mit Saturn ist man dann auch ein bisschen realistisch. Also Sachen, die Hand und Fuß haben. Vielleicht, dass ihr auch langfristig in eure Zukunft plant, was ja eigentlich sonst oft bei den spontanen Widdern so ein bisschen hinten runterfällt. Aber jetzt mit dem Saturn da könnt ihr euch sehr gut auch wirklich über Zukunftspläne in 3 oder 5 oder 10 Jahren Gedanken machen. Und dieser Aspekt steht jetzt gut für die Geburtstagskinder vom 14. bis 19. April. Schauen wir jetzt in die aktuellen Konstellationen. Angefangen mit dem Neumond vom 26. Februar, der ja für die nächsten 4 Wochen das Thema vorgibt. Und bei euch ist das Thema Spiritualität und Hilfe leisten, Empathie und Mitgefühl. Denn der Neumond zusammen mit Neptun, also Fischezeichen, steht für euch im 12. Haus der Spiritualität und der selbstlosen Hilfe. Jetzt stehen aber gleichzeitig hier diese wilden Liebesplaneten und der Uranus bei euch in 1 und machen euch ganz wuschig. Es kann also sein, dass da vielleicht auch ein kleiner Konflikt besteht, dazwischen jemanden für jemanden da sein zu wollen oder vielleicht auch mal sich zurückziehen zu wollen mit diesem Neumond. Und doch aber natürlich am wilden Liebesleben teilzuhaben. Müsst ihr mal ein bisschen gucken, wie sich das in eurem Leben äußert und wie ihr das zusammenbringt. Aber beides sind sozusagen Aufforderungen der Sterne jetzt an euch. Ja, also die Liebessterne, die prickeln, wie gesagt, enorm. Ihr habt Venus und Mars in eurem Zeichen stehen und daneben eben den Uranus. Und das war hier sehr stark ausgelöst. Es kann also sein, dass mancher Widder um Ende Februar rum und Anfang März sehr geladen ist, sehr unter Dampf steht und vielleicht auch sich streitet. Aber bei euch ist es doch so, dass anzunehmen ist, dass ein Konflikt in der Begegnung, in der Partnerschaft zumindest gute Chancen hat, im Bett zu enden, in einer leidenschaftlichen Versöhnung. Das Thema Leidenschaft und Spontanität ist halt sehr, sehr groß geschrieben bei euch. Ne? Blöd ist eben, wenn sich diese Energie jetzt in Konflikten rund um eure Karriere oder in Machtkämpfen entlädt. Da kann man sich schlecht durch Sex versöhnen. Da müsst ihr dann halt gucken, wie ihr damit umgeht. Also ich rate euch da auch nicht zu spontan euch auf Streitereien einzulassen. An sich seid ihr gut in Form. Also da könnt ihr lieber durch Leistung und originelle Ideen überzeugen, wäre mein Tipp, ne? Damit das hier nicht so eine harte Auseinandersetzung gibt da mit dem Pluto. Ja, der Monat startet ja dann auch mit Superplaneten für euch. Also der erste Tag ist gleich ein Top-Tag hier, wo der Mond dann auch noch im Widder steht und alle diese Planeten aktiviert und der Mond die ganze Energie in euer Zeichen reinlenkt und euch damit auflädt bis oben hin. Also seht zu, dass ihr euch irgendwie ausdrücken könnt, dass ihr mit der Energie irgendwo hin könnt. Sei es auch durch Sport, zum Beispiel Mars im ersten Haus ist natürlich auch eine sehr sportliche Konstellation. Und am Anfang
Also bis zum Ende des Monats war es ein bisschen kritisch, auch so Verletzungsgefahr, aber ab Anfang März lässt das nach und ihr spürt eben mehr nur die reine Energie. Also Mars, Uranus, eine enorme Energie. Natürlich mit diesem Dreieck neigt ihr auch zum Übertreiben. Also ihr müsst da schon ein bisschen aufpassen, dass ihr euch körperlich nicht übernehmt oder eben doch irgendwie einer Gefahr aussetzt. Also passt da ein bisschen auf euch auf, ja. Also ihr müsst da nicht irgendwelche speziellen Risiken ausgerechnet dann gerade eingehen. Aber für die Liebe ist es eben eine spitzenmäßige Energie und so mancher Widder oder manche Widderin traut sich eben jetzt auch auf Eroberungsfeldzug zu gehen, weil ihr eben alle Planeten in eurem Zeichen habt und dann auch noch den großzügigen Gegenüber, der auch noch Spaß daran hat an euch jetzt. Also ihr dürft euch austoben, gegenüber steht Jupiter und zeigt eben, dass ihr damit auch gut ankommt, dass ihr da populär seid. Ja. Das ist schon ziemlich traumhaft für euch. Genau, nur der Merkur steht noch im 12. Haus. Das kann also sein, müsst ihr aufpassen, dass ihr vielleicht nicht verpeilt seid und irgendwelche Verabredungen vergesst oder zur falschen Zeit erscheint. Ne? Müsst ihr euch gut im Kalender eintragen. Dann gleich wieder Top-Tage am 4. und 5. Am 4. ist ja der wichtige Tag, wo die Venus dann rückläufig wird, im Widder in eurem Zeichen. Und zwar passiert das Ganze auf 13 Grad Widder. Also diejenigen, die fortgeschritten sind, die wissen, ob sie Planeten da auf 13 Grad stehen haben im Widder oder auch in anderen Kardinalzeichen. Das heißt, in Widder, Krebs, Waage oder Steinbock, die werden das auch spüren, aber eben ihr mit eurer Sonne. Und zwar die erste Dekade wird es bis zum 16. März spüren. Entschuldigung, die zweite Dekade, weil die Venus ja ab 13 Grad dann rückwärts läuft, also in der zweiten Dekade ein Stück zurückläuft. Und dann vom 16. bis 31. März wird es die erste Dekade der Widder besonders deutlich spüren. Also nochmal eine Verstärkung der Liebesenergie. Aber da es der Rückwärtsgang ist, können es eben auch Sachen aus der Vergangenheit sein, die wieder hochkommen. Ehemalige Liebhaber oder ihr entscheidet euch, nochmal jemanden zu kontaktieren, mit dem ihr schon mal zusammen wart oder den ihr nicht vergessen könnt. Ne, sowas kann da passieren. Und die Psychologie dabei, das habe ich ja auch in der kosmischen Schwingung im Jahreshoroskop ausführlich erklärt, ist eben die, dass wir jetzt sehr, sehr aufregende Konstellationen haben, mit der wir uns in Beziehungen reinstürzen. Dass es dann aber auch zu, es kann dann haken nach einer Weile und es können Ernüchterungen folgen, aber jetzt wahrscheinlich erstmal noch nicht. Der März ist noch, da hängt noch ziemlich der Himmel voller Geigen. Schaut euch dazu aber bitte auch nochmal die kosmische Schwingung an, da habe ich das genau erläutert, was da so alles mit drin enthalten ist. Aber für euch, glaube ich, ist es ziemlich super, es sei denn, ihr seid eben durch Karrierestress irgendwie beeinträchtigt oder da drückt was auf euch, dass ihr das mit der Liebe nicht so genießen könnt. Das ist nicht auszuschließen, na, dass das auch der Fall ist. Aber vielleicht gelingt es euch ja, euch auch durch Liebesabenteuer davon abzulenken. So, dann, wie gesagt, das Wochenende 4. und 5. ist genial für euch. Da steht der Mond in den Zwillingen und bildet damit gute Aspekte auch nochmal zu den ganzen Widderplaneten und heizt die Lust am Austausch und am Flirt noch weiter an. Ja, das ist also wirklich wunderbar. Und natürlich gilt das auch, wenn ihr in einer Beziehung seid. Ne? Also dann, auch dann ist es schön, dass man Lust hat, sich mit seinem Schatz eben auszutauschen oder vielleicht mit dem gemeinsam auf die Piste zu gehen, was zu unternehmen. So, am 10.3. wichtig für euch, wechselt die Marsenergie. Das beeinflusst euch natürlich auch. Der geht dann in den Stier und dann wird das alles so ein bisschen gebremst und kommt wieder mehr auf den Boden. Also so ein Höhenflug, also so ein ungesunder, sage ich mal, so ein extremer Höhenflug wird dann vielleicht ein bisschen abgebremst. Das ist für euch gar nicht schlecht. Und von daher, wenn ihr das spürt, dass dann so ab dem 10. vielleicht eher mal so wieder so ein bisschen Bodenhaftung angesagt ist, dann lasst euch davon auch nicht runterziehen, sondern das ist eher gut für euch. Genau, da haben wir gleichzeitig auch den Mond im Löwen. Das ist dann auch wieder eine große Anregung, auch in der Erotik. Das wird euch gefallen. Das ist so um den 10. rum. Dann haben wir den Vollmond am 12. Und da habe ich mir notiert für euch Heilung der Gefühle. Hier haben wir ja 6. Haus der Heilung. Und Mond in der Jungfrau. Und hier haben wir die Gefühle. Also da ist mit diesem Vollmond möglich, dass ihr da vielleicht eine Erkenntnis habt. Denn der Vollmond wirkt ja wie so ein Scheinwerfer auf das Neumondthema. Dass ihr da eine Erkenntnis habt, wie euch das vielleicht selber auch helfen kann, wenn ihr anderen helft. Das wäre ja hier
dieser Bereich, ne, Spiritualität, wenn ihr in dem Bereich arbeitet, vielleicht gibt es ja jemanden, dem ihr einfach mal so helft, der es nötig hat. Und damit könnt ihr auch eure eigenen Gefühle heilen. Genau. Dann haben wir wieder zwei Top-Tage für euch am 13. und 14. März. Sehr schön, Mond in der Waage aktiviert alle möglichen Partnerschaftsaktivitäten, Treffen, Dinner, Candlelight-Dinner oder eben auch andere Arten der Begegnungen, neue Begegnungen oder ihr arrangiert da was. Also das steht alles super gut für euch, wenn nicht wieder im letzten Moment eine berufliche Verpflichtung euch plötzlich davon abhält. Das ist wichtig, dass ihr da auch schaut, dass ihr liebesmäßige Termine auch einhalten könnt, auch wenn ihr beruflichen Stress habt, ne? Dass ihr dann vielleicht euer Gegenüber nicht vor den Kopf stößt. Ach genau, und am 13. geht dann auch der Merkur in den Widder. Das heißt, die vorübergehende Verpeiltheit, falls sie denn da war, wird dann wieder aufhören und ihr seid dann plötzlich wieder klar und eure Pläne funktionieren wieder, eure Termine funktionieren wieder und alles läuft wieder so, wie ihr das wollt. Das werdet ihr wahrscheinlich auch merken. Das ist für euch natürlich prima und bringt euch auch gut in den Austausch und damit wieder in die Flirt-Energie. Dann am 18.03. haben wir einen schönen Aspekt für Liebesgeflüster, wenn Merkur und Venus sich treffen. Ist auch toll für alle Festliierten, dann vielleicht einfach mal den Schatz mit einer schönen Liebesnachricht zu überraschen oder euch was einfallen zu lassen. Also der ganze Charme ist da auf eurer Seite, ne? Mit der Venus da im Widder solltet ihr auf jeden Fall in die Charmoffensive gehen, ob es nun eben gegenüber eurem festen Schatz ist oder einem neuen Flirt, den ihr kennengelernt habt. Genau, und am 20. geht ja dann auch noch die Sonne in den Widder. Dieses Jahr um etwa 11:30 ist das. Und damit habt ihr dann 4 vitale Wochen vor euch, also die ganze Zeit, wo die Sonne im Widder steht, werdet ihr eine starke Vitalität spüren, auf eurem Weg vorankommen, mit euch im Reinen sein. Das ist eine schöne Konstellation, die wird euch gefallen. Zunächst, genau, ne, das ist, und die Sonne wird auch dann, die wird im April dann ins Quadrat zu Pluto laufen, aber zunächst ist das erstmal alles super, alles eitel Sonnenschein für euch. Dann beginnt diese kritische Phase am 24., die eventuell auch dann für euch kritisch werden könnte. Ihr seid ja eh spontan. Dann haben wir hier eine Konstellation, wo man vielleicht spontan Sachen sagt, die man nachher bereuen könnte, dass ihr was über euch selbst offenbart oder dass ihr vielleicht eurem Gegenüber mit einer Sache überrascht, die vielleicht, wo er noch nicht darauf vorbereitet ist. Oder natürlich kann es auch wieder was hier mit euren Anstrengungen oder Kämpfen, die ihr da gerade mit in Richtung Karriere zu auszufechten habt, zu tun haben. Zum Beispiel kann es auch sein, dass ihr hierüber sprecht mit jemandem, den ihr neu kennengelernt habt, also über das Berufliche, und dann passt das aber irgendwie nicht, ne? Ich rate euch, so gut es geht, ihr lieben Widder, obwohl ihr natürlich sehr bei euch selbst seid und voller Energie seid, auch ein bisschen immer darauf zu achten, was das Gegenüber will, was der braucht, was euer Gegenüber vielleicht auch mal zu sagen hat. Ne? Denn hier ist auch die typische Konstellation, wo man jemanden totquasselt und nicht zuhört, ne? Weil man so von seinen eigenen Ideen so begeistert ist und dann denkt vielleicht jemand so, ich wollte aber auch gern mal was sagen. Wenn ihr auf solche Kleinigkeiten achtet, das kann nicht schaden. Euer Charme ist halt trotzdem überwältigend, aber wenn ihr so spürt, das Gegenüber verstummt, weil er nicht mehr dazwischen kommt. Dann wird es Zeit, mal eine Pause zu machen und demjenigen einfach nur mal zuzuzwinkern und mal ein bisschen nonverbal zu kommunizieren und eben auch mal ein bisschen Raum zu lassen für den anderen. Das wäre jetzt so ein Tipp, ne? Und es ist eben auch so, dass mit in dieser kritischen Phase zwischen dem 24. und dem 30. eben auch tatsächlich Konflikte, die sich bei euch in der Karriere abspielen, eine Partnerschaft belasten können. Na, da müsst ihr auch einfach ein bisschen aufpassen. Nicht jeder will jetzt immer hören, was ihr da gerade für Probleme in der Firma habt. Das müsst ihr vielleicht ein bisschen dosieren, je nachdem. Ne? Ich denke mal, mit eurem Charme kann euch letztlich keiner böse sein. Aber ich wollte es einfach mal gesagt haben. Okay, ihr Lieben. Dann haben wir ja noch den Neumond. Der spielt sich dann auch im Widder ab. Also da seid ihr jetzt wieder mal, steht ihr voll im Rampenlicht der Sterne. Geht um euch, es geht um eine Selbstreflexion. Wer seid ihr? Wo wollt ihr hin? Was wollt ihr erreichen? Widder ist ja auch das Zeichen des Willens, ne? Und natürlich auch wieder viel, viel Beziehungsthematik. Also nutzt mal den Neumond, um über euch selbst nachzudenken. Und wenn ihr Single seid, vielleicht auch, was ihr euch wünscht, wie ihr euch einbringen könnt, um jemanden kennenzulernen, was ihr auch für Ideen habt.
und vielleicht auch zum Pläne machen. Es ist auch ein sehr origineller Neumond, wo ihr sehr gut Pläne für eure Zukunft machen könnt. Genau. Ja, Liebe und Flirts gewinnen, habe ich hier noch geschrieben, ne? Weil das natürlich hier wieder mit dem Jupiter, mit dem Glücksplaneten in eurem Partnerhaus verbunden ist. Der wird dadurch auch wieder sehr angeregt. Genau, und zum guten Schluss geht ja dann der Merkur noch in den Stier, damit in euer zweites Haus, euer Geldhaus. Das ist auch nicht schlecht. Übrigens, genau, Mars ja auch, der am 10. in den Stier geht, geht damit auch ins Geldhaus, ins Sonnenhaus des Geldes für die Widder. Und das ist immer gut, wenn euch noch jemand was schuldet, dann ist das eine gute Zeit, da mal anzuklopfen und freundlich, aber bestimmt nachzufragen. Und dann kriegt ihr auch, was euch zusteht. Wollte ich noch gesagt haben. Okay, liebe Widder. Also, ich denke mal, insgesamt doch sehr, sehr schöne, prickelnde Konstellationen für euch. Ihr seid sicherlich auch mit die Helden im Moment, die kosmischen Helden, die also sehr, sehr spannende Liebeschancen jetzt haben und sich auch sicherlich drauf freuen können. Soweit also euer Sternzeichenhoroskop. Ihr wisst ja, dass das Geburtshoroskop natürlich noch viel umfassender ist und noch viel mehr über euch erzählt. Also wenn ihr Beratungsbedarf habt, weil vielleicht die Dinge gar nicht so laufen, wie ich das hier geschildert habe, sondern ganz anders, dann lohnt es sich vielleicht mal rauszukriegen, wie die Planeten im persönlichen Horoskop verteilt sind. Dafür bin ich natürlich für euch da. Oder ihr gewinnt einfach bei meiner Verlosung. Ich habe also jetzt auch wieder 15 Minuten Beratung in der Verlosung, und zwar für alle, die meinen Kanal abonnieren und mir einen netten, interessanten Kommentar dalassen. Und der Gewinner wird dann benachrichtigt in der kosmischen Schwingung für den April. Also vielleicht habt ihr ja Lust, da mitzumachen. Wenn ihr übrigens kurz und spontan eine Beratung wollt, ich habe auch eine Hotline. Da könnt ihr euch dann auf meinem Kundentelefon zum Festnetztarif erstmal mit mir verabreden, hören, ob ich da bin. Und dann gebe ich euch die Hotline-Nummer, können wir auch kurz telefonieren, falls das was für euch ist. Und dann habe ich noch einen Liebesworkshop. Am 11. und 12. März habe ich ein Webinar zum Thema Synastrie-Horoskop und Kombinhoroskop, die richtigen Techniken für die Partnerastrologie lernen. Ist ein Kurs für Fortgeschrittene, aber da können gerne auch noch andere Schüler einsteigen und also dieses Wochenende auch einfach so buchen. Mehr Infos dazu durch mein Info-Webinar oder über meine Webseite findet ihr hier alles in diesen Kästchen eingeblendet. Ne? Genau. Dann haben wir eigentlich alles. Weitere Links und Hinweise findet ihr auch noch unten in der Videobeschreibung. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit den tollen, prickelnden Liebessternen.